Denken und Wahrnehmung sind von Erfahrung abhängig. Das heißt, zuerst ist es die Wahrnehmung, die sich bei Kindern entwickelt. Bei Säuglingen entwickelt sich die Wahrnehmung dadurch, dass sie sich bewegen. Das heißt, jede Bewegung hat eine Wirkung auf die Wahrnehmung und so können Kinder sensomotorisch die Welt erstmal erschließen. Das Denken entsteht dadurch, dass ich Wahrnehmung und Bewegung in der Fantasie vorwegnehme. Entwickelt sich also schon bei Säuglingen, entwickelt sich aber ganz stürmisch in den folgenden Spielphasen. In Als-ob-Spielen lernen Kinder, sich von der Wahrnehmung zu befreien. Das heißt, das, was sie sehen, ist bekannt und inzwischen langweilig und in der Fantasie machen sie sich interessanter. Das Objektspiel ist dafür da, dass Kinder lernen, dass Objekte auch da sind, wenn sie nicht mehr sehen. Also Kinder lernen ganz einfach, dass Dinge, die aus ihrem Sichtfeld rollen oder die sie abdecken, immer noch da sind, obwohl sie nicht sehen. Das Wichtigste, was Eltern eigentlich für Kinder tun können, ist Vertrauen herzustellen. Nichts ist so wichtig für Kinder, als in ihre Umwelt und die sie umgebenden Personen Vertrauen investieren zu können. Und da sind Versteckspiele im Übergang vom Objektspiel zum Als-ob-Spiel etwas ganz Zentrales. Das heißt, wenn ich mir ein Tuch über den Kopf ziehe, dann ist die Welt für kurze Zeit verschwunden. Ich habe aber das Vertrauen, dass sie noch da ist, weil in dem Moment, wo ich das Tuch hochhebe, ist alles noch so, wie es vorher war. Dieses Vertrauen entwickeln Kinder immer weiter bis eben zum Versteckspiel. Das ist im Rollenspiel, wissen die dann auch, ob man sie sehen kann oder nicht. Vorher verstecken sich Kinder, indem sie sich die Augen zuhalten, weil sie denken, wenn sie die anderen nicht sehen, dann sehen sie mich auch nicht.